In diesem Video machen wir gemeinsam eine Immobilien-Deal-Analyse am Beispiel eines Mehrfamilienhauses mit drei Apartments hier in den USA, welches wir kürzlich in unserem Bestand aufgenommen haben. Ihr seht alle Details und Hintergründe und Fakten wie zum Beispiel Kaufpreis, alle Ausgaben und natürlich auch alle Einnahmen. Am Ende des Videos stellt sich dann raus, ob das ein Renditeobjekt ist oder nicht. Let's get into it! Der Lukas Show. Mein Name ist Lukas. Ich bin als Immobilieninvestor seit mehreren Jahren hier in und um Philadelphia an der Ostküste der USA aktiv. Auf meinem Kanal bringe ich euch meine Erfahrungen mit dem US-Immobilienmarkt näher. Es dreht sich alles um die Themen Investitionen, Immobilien sowie deren Verwaltung. Ihr findet die Themen spannend? Dann lasst mir ein Like da, das hilft dem Kanal ungemein. Und ein Abo, dann verpasst ihr keine weitere Folge. In dieser Episode schauen wir auf die Zahlen eines Mehrfamilienhauses, welches wir kürzlich gekauft haben. Alle Hintergründe zu diesem Haus und die gesamte Story findet ihr in der Playlist mit dem Namen Charlie Harper. Die blende ich euch hier oben ein, aber natürlich setze ich euch auch die Links alle unter das Video. Ich zeige euch, wie die Kaufverhandlungen abliefen, welchen Kaufpreis wir letztendlich bezahlt haben, wie hoch die Closing Costs, also die Kaufnebenkosten waren, welche Kreditrahmenbedingungen wir bekommen haben, welche Ausgaben zu diesem Haus wir erwarten und ganz klar, welche Einnahmen wir erwarten. Und das alles gibt ein Gesamtbild, ob es sich um ein Renditeobjekt handelt. Das sehen wir am Ende des Videos. Schauen wir es uns an. Hier seht ihr das Objekt unter dem Codenamen Charlie Harper. Der Codename war wichtig zu einem Zeitpunkt, als es noch nicht ganz klar war, dass der Deal auch zu einem erfolgreichen Abschluss kommt. Und deswegen konnte ich zu dem Zeitpunkt auch keine Zahlen veröffentlichen oder die genaue Adresse und ähnliches. Und deswegen lief es auch intern bei uns unter dem Codenamen Charlie Harper. Das Haus, wie ihr seht, ist Baujahr 1923, hat drei Apartments, pro Etage ist ein Apartment, 3360 Square Feet, was ungefähr 312 Quadratmeter sind. Man zahlt für das Haus 8.348 Dollar Steuern pro Jahr und diese Steuern setzen sich zusammen aus den School Taxes und den City Taxes. Also man zahlt für die Gemeinde und für die Schulen in dieser Gegend einen Steuerbeitrag und zwar jährlich. Das macht jeder Hausbesitzer hier in den USA. Das Haus hat eine Ölheizung, also da ist ein Öltank und ein neuerer Ölboiler, der das Warmwasser und die Heizung beides befeuert. Warmwasser wird auch mit Strom gemacht, das heißt, das ist so eine Mischanlage. Der Verkäufer forderte 325.000 Dollar, das entspricht 96,97 Dollar pro Squarefoot. Nach der ersten Besichtigung mit der Maklerin haben wir keine gravierenden Probleme gefunden. 96,97 Dollar war aber ein bisschen viel. Wir haben 315.000 geboten, was 93,94 Dollar pro Square Foot ist und das ist für die Gegend immer noch ein sehr, sehr guter Wert. Hier sieht man den Medianpreis pro Square Foot in der Gegend um Philadelphia, das heißt, wir lagen da eigentlich recht gut. Der Medianpreis ist jetzt nicht wirklich aussagekräftig, aber in dem Fall ist es ein Richtwert ungefähr, woran wir uns halten können. Und mit 94,95 Dollar pro Square Foot bei dem Reparaturbedarf, den wir gesehen haben, war das Ganze eigentlich ein sehr realistischer Business Case. Mit der Annahme unseres schriftlichen Angebotes haben wir mit dem Verkäufer 30 Tage Closing Zeit vereinbart. Das heißt, das ist eine Contingency Period, wo eine Inspektion durchgeführt wird, die Bankzusage erfolgt und natürlich in dieser Zeit auch keine gravierenden Probleme mit dem Haus auftreten und wir nach 30 Tagen den Eigentumsübergang schon fest terminiert haben. Natürlich unter Vorbehalt, dass wir keine Probleme finden mit einem Gutachter und dass die Bank den Kaufpreis bzw. den Wert des Hauses ähnlich ermittelt wie wir. Den Hausdurchgang mit dem Gutachter, den findet ihr mit 360 Grad Aufnahmen hier oben bzw. ich setze euch den Link auch unter das Video. Bei der Besichtigung mit dem Gutachter haben wir zwei gravierende Probleme entdeckt. Der erste ist, der Keller war feucht zu dem Zeitpunkt und das zweite ist, da ist eine alte Elektrik in dem Haus, das sogenannte Knob and Tube, auch dazu habe ich ein Video gemacht. Das ist eine alte Elektrik, die verbaut ist und die kann brandgefährlich sein und deswegen steigen die Versicherungen und manche Banken tragen Knob and Tube Finanzierung nicht mit. Die Probleme, die wir im Gutachten gefunden haben, haben wir eingepreist und haben gesagt, okay, wir können 315 nicht bieten, wir bieten 280. Also nochmal, 325 wollte er haben, 315 haben wir geboten unter Vorbehalt, dass wir nichts finden bei einer Inspektion und die Bank das Ganze mitträgt. Bei der Inspektion haben wir die Probleme gefunden und haben gesagt, müssen wir einpreisen, die Reparatur, Austausch, Elektrik und so weiter und so fort, kostet 30.000 circa. Also haben wir dann auf 280.000 unser Angebot reduziert.
Mit dieser Reduktion war der Verkäufer nicht einverstanden, hat sich ein bisschen offended gefühlt, also angegriffen gefühlt und hat darum gebeten, dass wir den Vertrag terminieren. Dieser Vertrag, den wir anfangen mit unserem Angebot natürlich geschlossen haben, muss von beiden Seiten terminiert werden. Also haben wir gesagt, okay, brauchen wir nicht lange diskutieren, brauchen wir nicht Zeit verschwenden, wir steigen aus, 280 war unser Angebot, du möchtest es nicht haben, wir terminieren. Der Verkäufer meinte, er hat einen Backup-Käufer, der ihm das Haus zu dem Preis abnimmt, also haben wir gesagt, okay, machen wir so. Einen Tag später kam der Verkäufer zurück und hat gemeint, sein Backup-Käufer ist spontan über Nacht arbeitslos geworden und ob wir nicht nochmal reden könnten, was unser letztes Angebot wäre. 280 wäre nicht so drin, was ginge denn noch? Und dann haben wir gesagt, okay, pass auf, wir machen das so, 290 und wir diskutieren nicht länger und bleiben bei unserem bestehenden Vertrag. Das heißt, diese 2-3 Tage, die wir jetzt Unterbrechung hatten, ignorieren wir und wir zielen weiter auf 30 Tage Closing. Das heißt, nach 30 Tagen Eigentumsübergang, wie ursprünglich geplant. Und so kam der finale Kaufpreis von $290.000 zustande. Zu den Kreditdetails. Der Deal mit der Bank ist, wir bringen 25% Eigenkapital mit. Das ist recht hoch. Mindestens 20% muss man mitbringen. Wenn man weniger als 20% mitbringt, muss man noch so eine Kreditversicherung abschließen, was das Ganze am Ende wieder teurer macht. Aber eine 100% Finanzierung gibt es hier einfach nicht. Um die Kalkulation für uns ein bisschen zu puffern, haben wir gesagt, okay, wir investieren 25% Eigenkapital. Dafür machen wir 10 Jahre Zinsbindung, 25 Jahre Amortisationszeit für diesen gesamten Kredit und 4,25% Zinsen. Und damit war die Bank einverstanden, das haben wir gemacht und so sieht der Kredit aus. Was sind die Ausgaben? Ganz klar der Kaufpreis, das heißt die Eigenkapitaleinlage, wir haben die Closingkosten, wir haben eventuelle Reparaturen, wir haben die Versicherung, wir haben die Kreditkosten, die Steuern, die sich zusammensetzen aus School Tax und City Tax. Relativ hoch in dieser Gegend und wir haben kalkulatorische Kosten für Management. Ganz klar eine Instandhaltungsrücklage und wir haben laufende Kosten in dieser Gemeinde, weil wir als Eigentümer für Müll und für Abwasser zuständig sind. Zusätzlich, das Haus hat wie eingangs schon erwähnt eine Ölheizung, da muss immer mal der Öltank aufgefüllt werden und das Wasser ist in diesem alten Haus, was umgemodelt wurde, zu einem Dreiapartmenthaus nicht separiert. Das heißt, es gibt einen Wasseranschluss, der pauschal umgelegt wird und der vom Vermieter bzw. Eigentümer getragen werden muss. Aber schauen wir uns die Zahlen alle im Excel an, vielleicht macht es das ein bisschen klarer. Hier seht ihr die Kalkulationsgrundlage, dieses Google Sheets oder Excel Tool, welches wir bei allen unseren Kalkulationen benutzen und rauskriegen, ob die Rentabilität von Objekten stimmt oder nicht. Und dieses Tool könnt ihr euch kostenlos ohne Registrieren oder sonst was einfach runterladen bzw. online anschauen. Den Link dazu, den setze ich euch unter das Video. Wenn ihr dann auf der Seite seid bzw. hier diesen Screen seht, könnt ihr euch das Ganze auch hier oben unter File, Download, Excel oder was auch immer ihr für ein Format haben möchtet, runterladen und dann habt ihr alle Zahlen und die gesamte Kalkulationsgrundlage bei euch. Aktuell sieht das Dokument noch recht leer aus. Ich würde sagen, füllen wir das mit ein bisschen Leben. Wie eingangs schon erwähnt, haben wir einen Kaufpreis von 290.000 in diesem Fall und wir haben vereinbart, dass wir 25% Downpayment in diesem Fall machen. Die Loan Terms, also beziehungsweise die Interest Rate, die wir für diesen Kredit kriegen, sind 4,25% und wir haben Loan Terms von 25 Jahren vereinbart. Die Closing Costs, hierzu zählt der Notartermin, die Transfer Taxes, die Versicherung und so weiter und so fort, für dieses Haus betrugen 3,2%. Repairs haben wir aktuell keine, da wir in diesem Fall das Haus weiterlaufen lassen und keine großen Investitionen vorhaben. Wenn jetzt irgendwas kommt, kaputte Heizung oder ähnliches, würde das natürlich hier mit reinkommen. Sieht aber derzeit nicht so aus. Die Property Tax beträgt für dieses Haus $8.384 im Jahr. Die Versicherung ist eine sogenannte Landlord Insurance und in diesem Fall $1.805 pro Jahr. Wir verwalten das Haus selber, aber wir setzen eine kalkulatorische Management-Fee von 7% an und wir bilden Rücklagen in Höhe von 5%. Wir haben bei diesem Haus relativ hohe Kosten, die setzen sich wie folgt zusammen. Das Wasser ist nicht getrennt in diesem Haus, das heißt, es kann nicht unterschieden werden, welches Apartment wie viel Wasser verbraucht, denn deswegen gibt es eine pauschale Umlage und diese Kosten gehen aber ursprünglich auf den Vermieter, also auf den Eigentümer. Und in dem Fall sind es $150 pro Monat geplant. Öl in dem Haus wird mit Öl geheizt, aber auch Warmwasser zum Teil mit Öl erhitzt. Und
Das sind $185 pro Monat. Abwasser und Müll, in diesem Fall $1,350. Das setzt sich zusammen aus $450 pro Apartment. Und ja, das ist in dem Fall halt auch ein Kostenpunkt, den der Eigentümer tragen muss. Es gibt eine jährliche Renters Inspection, da kommt das Township, also die Stadt, und guckt nach, ob genügend Feuerlöscher vorhanden sind, ob die Rauchmelder alle funktionieren und die CO2-Detektoren alle da sind. Das heißt, in Summe kommen wir hier auf 5.485 an Kosten. Nun zu den Einnahmen. Das Haus hat, wie eingangs schon erwähnt, drei Apartments. Alle drei Apartments sind ein bisschen unterschiedlich, aber per Definition sind zwei Bedroom, ein Bathroom in jedem Apartment vorhanden. Manchmal ist noch ein Wohnzimmer dabei, ein Balkon, Terrasse und so weiter und so fort, aber gehen wir sie durch. Im untersten Apartment gehört die Garage dazu, das ist das größte Apartment. Da ist auch ein Wohnzimmer dabei, ein großes, und die Patio ist vorne dabei. Und dieses Apartment bringt im Monat $1,365. In der ersten Etage haben wir keine Garage, aber wir haben auch einen Balkon dabei. Zwei Bedrooms, ein Bathroom und ein Wohnzimmer. Und das Apartment bringt $1,200 im Monat. Das Apartment unterm Dach ist das kleinste Apartment im Haus, hat Dachschrägen, kleine Küche, altes Bad. Also ein gewisser Investitionsstau ist vorhanden und deswegen bringt dieses Apartment auch nur $775 im Monat. Da ist natürlich Luft nach oben für Mieterhöhungen. Wir haben uns aber erstmal dazu entschieden, das nicht zu machen. Denn wenn wir eine Mieterhöhung machen wollen, müssen wir auch irgendwas investieren. Das haben wir erstmal nicht vor. Wir lassen das Haus weiter so laufen, wie es ist, und machen die Wartungsaufgaben bzw. lösen den Wartungsstau auf, weil der vorhergehende Eigentümer hat die Heizung nicht gewartet, die Rohre nicht gewartet und so weiter und so fort. Diese normalen Wartungsthemen, die anfallen, die heben wir auf. Alles andere lassen wir erstmal liegen, die Mieten bleiben bestehen, die Mieter sind zufrieden und bleiben uns erhalten, und das ist erstmal das Wichtigste. Schauen wir uns die Zahlen im Excel an. Gehen wir auf die Einnahmenseite. In der Einnahmenseite, wie bereits erwähnt, haben wir drei Apartments, 1365, 1200 und 775, ergibt 3.340 pro Monat. Und hiermit seht ihr auch, dass dann die Zahlen gefüllt werden für die Management-Fee und die Maintenance und dann die Gesamtkosten relativ hoch werden. Für Leerstand ist der Erfahrungswert, den wir die letzten Jahre gesammelt haben, dass wir bei 5% ganz gut fahren. Im Normalfall liegen wir hier weit drunter, das ist einfach nur eine Frage von Tagen, bis man hier Turnover hat. Aber im Fall der Fälle gehen wir einfach mit ein bisschen Puffer rein und haben 5% dann als Leerstand, Rücklage sozusagen. Gehen wir zu den KPIs, also die Auswertung. Aufgrund des Kaufpreises und der Einnahmen haben wir hier ein Multiple von 7,47, also 7,5, haben eine Brutto-Mietrendite von 13,4% und haben eine Cap Rate von 6%. Cash on Cash Return 4,2% und Cash on Cash inklusive der Tilgung sind in diesem Fall 10%. Warum ist das eine Zahl, die hier relevant ist? Weil wir hier in den USA die Häuser direkt verkaufen könnten, den Kredit ablösen und keine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen würden. Das heißt, wir kriegen das Equity, also diesen Anteil, den wir in dem Haus haben, recht schnell wieder raus, und damit haben wir einen viel höheren Cash on Cash. Der monatliche Cashflow aufgrund der normalen Cash on Cash Return Berechnung ist in diesem Fall $288, und unser Schnitt oder das Ziel für diese Zahl ist im Normalfall so um die $100 pro Tür. Nimmt man natürlich den Cashflow inklusive Principal, das heißt dadurch, dass man kalkulieren kann, man kann dieses Haus sofort wieder verkaufen, ohne dass man irgendwelche Kosten dadurch hat bzw. eine Vorfälligkeitsentschädigung hat, ist der Cashflow natürlich etwas höher als der normale. So viel zu den Zahlen. Ihr habt trotz der ganzen Zahlen bis zum Schluss durchgehalten. Das Thema scheint euch zu interessieren. Lasst mir auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal und zeigt dem YouTube-Algorithmus, dass ihr hier was mitnehmen konntet. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.